Warte mal kurz, der Kollege ist, glaube ich, noch nicht da. Dann nimmt man das auch automatisch an. So, sorry, aber ich musste die beiden hier kurz, das war echt nervig. Die sind mir die ganze Zeit hier an der Tastatur rumgesprungen. Hat schon das nächste Spiel gestartet. Genau, ich habe es auch jetzt schon angenommen, bei mir lädt er jetzt schon. Kannst du eigentlich den Chat sehen oder lesen? Ich habe ihn jetzt gerade mal aufgemacht. Ach so. Ich habe aber nicht mehr so viel, also wenn, dann müsste ich das über Handy machen gerade. Ach so, und dann hast du ja gesagt, dann zieht das so viel Energie, ne? Stick. Der ist schon. Ah, ne, doch nicht. Der ist noch nicht. Der ist schon wieder durch. Nee, der ist hinter mir. Naja, der ist gerade ein bisschen später reingekommen. Ach so, ich habe gedacht. Ah, okay. Er Okay, hier machen wollte wir gar uns den keinen. Vortritt lassen. So war Hier machen das. wir gar keinen Schaden, ja. Ja. Doch, ich mach den platt, das dauert nur lange. Ja, ich helfe dir. Mit zwei Machen, guck mal, wie lange wir brauchen für Jawohl. einen so einen Typen, ey. Das ist Ein schon Endgegner hart, für ey. uns. Bevor sie sich überall fallen. Oh, krass. Gut, dass du Damit das sie wieder sagst, Energie ey. haben. Die kenne ich ja jetzt auch schon langsam. Ihr habt ein paar Typen übergesehen. Ey, boah, der hat Ja. einen Schuss gebraucht, ne? Einfach, ja, wie gesagt, hier sind wir anscheinend nicht sehr stark. Oh, krass, ey. Komm direkt mit, komm Jo, direkt ich bin mit. weg, ich bin hinter euch. Ich kann mein Amulett auch noch nicht einsetzen, dafür brauche ich noch ein paar Seelen. Okay. Für die leckeren Seelen. Drücken, ich habe gedrückt, jetzt müssen wir wegrennen, einfach rennen. Oh. Einfach weg hier. Ah, oh, gut, der hat hier. Ja. Ich laufe immer genau ins richtige Netz rein. Boah, bist du geil, ey. Ich liebe dich wieder. Aber du auch. Nein, du musst dich leider wiederbeleben. Ich wollte gerade sagen, die konnte ich nicht sehen, dass die Dinger kommen. Das war geil. Das heißt, direkt rein. Achso, ich lebe auch schon wieder. Dankeschön. Boah. Ich Du habe irgendeine musst deine Champion-Rüstung. Energie, du bist gleich platt wieder. Ja, genau. Ich habe irgendeine Champion-Rüstung. Die sieht cool aus, aber die ist leider besser. Schlechter. Okay. Nee, dann lohnt sich das nicht. Obwohl hier jetzt gerade. Hier werden wir sowieso niedergemäht. Naja. Heil ihn! Lebe! So, warte hier, ich hol Schieß mal mein noch Panikschild ab von Hilfe. ihm! Doch, die Kleinen, die kriege ich platt, oder? War das von ihm der Schlag? Ich denke, irgendwas macht. Oh, Vorsicht, hinter dir! Ja. Ja, ich wollte gerade über den. Ja, okay, ja, cool, danke. Ach, Ich kann hab jeder jeden Potenzial! wieder beleben oder muss er Ja, hier? klar! Okay, alles klar. Muss er nur hin und A gedrückt halten bei mir. Ja, okay. Ja, ich muss wahrscheinlich auf Nein, der hier bei ihm Tastatur. am besten. Ich kann Ja, mich eh der. gerade nicht bewegen. Oh, jetzt. Oh nein! Oh nein, renn! Oh nein, renn! Ja, tot. Das ist ein bisschen krass. Oh. Dankeschön. Boah, ein Schlag, ne? One-Hitter sind das für den. Krass. Ja, und wir beide mit 10 Schlägen und das Ding ist nicht mal halbtot, ey, geil. Pass auf wieder hier. Jo. Jo. Ich hab gedacht, ich schaffe es noch. Das ist wie auf dem Minigolfplatz. Du musst genau wenn. Ja, genau. Typische Minigolf-Situation. Ja, wer kennt sie nicht? Ich laufe ihm einfach hinterher und versuche nicht drauf zu gehen. Heil ihn ab und zu mal, was bei ihm gar nichts bringt. Ah, das war ein Fehler. Das war ein Ja, Fehler. das war ein Fehler. Ich kann dich leider nicht retten. Ich muss Ja, da zurückgehen. sind zu viele, ich sehe schon. Ja, geh doch nicht dahin. Ich habe noch meine Explosion einmal Ach gezündet. so. Ja, geil, cool. Ich heile dich mal, da kann er weiter aufräumen. Ich hab den voll hier runtergekickt. Oh. Du Ja. darfst dich nicht mit denen anlegen. Ja, irgendwie nicht, ne? Ich versuch's aber jedes Mal wieder. Gut. Ach so, und Ah, diese ja, du. Bienen sind wahrscheinlich seine Ja, die Haustiere, sind die gerade, er ja. hat, ne? Ja. Dafür, dass sie so stark sind, hätte ich aber gedacht, dass sie uns mehr EP dann auch geben.
Ja, eigentlich leveln wir doch schon gut ab, finde ich. Das stimmt, klar, gar keine Frage. Das, ich dachte... Noch mehr geht immer. Untouchable Gegner, die sollten gut was geben. Ja, für uns untouchable. Ja, ja. Explosion! Wieder raus. Ich kann eine an der Explosion machen. Ich renne immer rein, mach die Explosion und renne wieder raus. Jo. Boah, jetzt hat mich irgendwas weggesprengt. Ich wollte gerade sagen, ich stand doch hinter dir. Was war das? Ich weiß es nicht genau. Irgendeine Explosion auf jeden Fall hat mich voll umgehauen. Dankeschön. Jo, danke schön. So, jetzt habe ich noch 7 Special-Pfeile. Ja, TNT, damit kann ich wenigstens ein bisschen Schaden machen. Oh, und jetzt kommt hier nichts mehr. War doch klar. Ich finde es gut, dass uns 3 Schweine hinterherlaufen, das finde ich sehr schön. Ja, ne? Das macht das Spiel einfach um einiges besser. Ja, optisch attraktiver. Ja. Oh, scheiße. Du bist auch extra langsam, ne? Was ist denn aber hier los? Ja, irgendwie ist der echt nicht schnell, ne? So, jetzt habe ich mal den Turbogang angemacht. Der hilft aber nicht lang. Das sind, glaube ich, nicht mal 3 Sekunden, ne? Ey, hier waren noch Münzen. Ich weiß nicht, ob ihr die... Und da sind ja noch mehr Münzen. Hol alle Münzen. Ja. Habe ich gemacht. Wie Sonic. Der holt aber Ringe, glaube ich. Ja, das sind doch auch Ringmünzen. Ah, okay. Lass ich nochmal durchgehen. Hast du Glück gehabt. Beam dich zu uns am besten. Ach so, ja genau. Ja, direkt in die Gefahrenzone rein. Ops. Und anderes Getier. Oh doch, hier, guck mal, ich habe die Special-Pfeile. Wenn einer trifft, dann sollte der doch bestimmt Energie wegnehmen. Bestimmt, aber... Nicht so viel Energie wie du. Oha. Ja, sorry. Jetzt bist du ja drin gefangen. Du wirst nicht sterben. Du hast keine Chance, dich zu wehren. Guck dir das an, wie hilflos er da drin ist. Oh, wie mies. Er hat einfach keine Chance. Also das war mehr Glück als Verstand, muss man auch sagen, dass du das jetzt überlebt hast. Ne? Kann man jetzt einfach nicht anders sagen. Ohne unsere Hilfe auf der anderen Seite von dem Netz. Ja, genau. Ohne unsere stärkenden Zurufe. Genau. Boah, wie viele sind denn hier wieder? Von hinten kommen sie auch. Ja, ich wollte sagen, gehst du da dran? Ich versuche... Boah. Aber ich habe keine Pfeile mehr, deswegen muss ich doch nah dran. Oh, ich glaube, das Ding, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, bleib stehen. Hier war wieder dieser Totempfahl, der explodiert. Ich komme zu dir, ich heile dich. Ja, sehr geil, danke schön. Pass auf, hier ist noch so ein Totenfall, der explodiert wieder. Oh ne, doch nicht, das zählt doch nicht. Du musst mich einmal heilen, ich bin tot. Ja, ich entweder auch oder ich weiß gerade nicht, wie ich dich heile. So, ich gehe erstmal weg, weil ich hab. Irgendwie wird es hier gerade lila. Ach so, hier, nee, ich muss Maus auf dich gedrückt halten. Alles klar. Und du bist fast tot, deine Energie. Jetzt lebe ich wieder, Level aussehen, das habe ich genau kalkuliert. Oh, guck mal, hier hinten gibt's noch eine. Ach, eine Truhe. Sehr gut. Was ist das hier? Was war das? Ein Trank. Oh, da ist schon wieder gefangen. Und schon wieder können wir nur zusehen, wie er da einfach nur zerstört wird von dem kleinen Schwungsal. Was zu tun. Ja, da heile ich ihn lieber nochmal. Weil das ist ja echt... Oh, ne. Das war echt ein Trauerspiel. Das war... Oh Mann, er haut den einfach alles weg. Sehr gut. Auf jeden Fall. Hä, wo seid ihr lang? Hier oben. Ach so, ja, wir müssen ja hier durch diese Dinger durch. Oh, hier ist noch eine Spinne, die ihr vergessen habt. Die mache ich mal eben. Oh, ich weiß nicht, schaffe ich die? Boah, die ist echt stark. Ich glaube, die schaffe ich nicht. Oh, komm schon. Oh nein, ich bin eingefriest. So, ich versuch doch mal die Spinnen hier. Ah, hier ist TNT. Hier sind überall Zeugs und Munition und Geld. Weg, weg, und, weg, oh, weg, TNT. Weg, weg. Ja, hier ist auch TNT. Sehr gut.
Wo ist er? Da oben. Er ist überall. Bist du schon reingegangen? Okay, waren alle Münzen und alles? Ja, okay, ich komm. Schade, ich wollte dir eigentlich eine TNT-Bombe am Eingang platzieren, aber hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Du Drecksack, du. Oh, der ist unsichtbar. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Jackpot. Ey, kann das sein, dass ihr echt schneller seid als ich oder so? Kann gut sein, dass das gerade meine Rüstung ist. Ja, ich habe 15% Bewegungsgeschwindigkeitsaura. Mit der Rüstung? Ja. Stimmt, da kann ich ja auch updaten. Fängt die Abklingzeit deiner. Ja, wenn ich habe die doch eben erst neu reingemacht. Ja, ich meinte nur, nicht, dass das Lilane hier laufen, da stirbst du. Ach so. Aber irgendwie. Oh ja, da ist er tot. Schaffst du es noch zu mir? Ich komme jetzt mit dem Beamen. Ja, ich glaube, der Raven macht schon, oder? Ne, er macht da kaputt. Ich habe jetzt hier mal die höchste Stufe. Da kommt er schon. Guck mal, er kriegt auch schon gute Taten. Kein Wunder, dass wir einfach gut verrecken. Oh krass, ey, hier sind ja voll die Gegner und ich bleib hier einfach stehen, geil. Er kriegt auch schon gut Schaden und ja, kein Wunder, dass wir verrecken. Wenn der schon gut Schaden kriegt, dann sind wir mit einem Hit platt. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Oh, ist das dein Ernst? Oh, sorry, ey, komm mal kurz zurück. Ich bin an dem Totemfall nicht weitergekommen und tatsächlich. Ich komm zu dir, ich versuch mein Bestes. Wieder erwarten, gestorben. Da dürften keine Gegner sein, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Jawoll. Doch, da unten ist eine Spinne, pass auf, hier neben dir, siehst du die Typen? Ja, aber die sind da unten. Spring da nicht runter, dann, okay. Nee, ich bin nur weggegangen, weil das Ding hier explodiert. Wo ist denn der, der ist da oben. Oh, die Totempfahle. Ja, war ja klar. Komm mal nochmal zurück. Ich hab auch eine Kiste übersehen anscheinend. Tja, so ist das manchmal. Levelaufstieg. Oder nicht. Wir gehen zur Kiste. Oder nicht. Er springt hier einfach runter wie ein Wagemutiger. Jawohl. Geil. Wer macht denn diese Totems? Das ist ja anscheinend keiner von uns. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade ein bisschen hinterher, muss ich zugeben, bei dem Spiel. Oh. Spiel bei dem Spiel. Halt. Boom. Guck mal, wie schnell ich bin. Schneller als du. Okay, was passiert? Eine riesige Zombie-Welle kommt. Oh ja, ich glaube, ich schaff das. Oh, alles klar, lauf. Ich bin tot. Ja, genau, meine ich nämlich. Ich wollte gerade sagen, lauf, aber... Ich war noch 300 Kilometer weit weg. Ja, so ungefähr. Das war natürlich. Oh, hier ist eine Supersense. Ich krieg die ultimative Seelensense. Die sieht natürlich sehr. Boah, ich glaube, ich habe auch was Nice. Oh ja. Ich habe mal richtig super gute. Seelensense an. Warte mal, das hat 119. Nee, das ist immer noch besser, glaube ich. Ein Angriff entzieht dir Leben. Das möchte ich aber nicht. Was? Ein Stapel Schmerzzyklus. Bei 5 Stapel mit einem Schmerz. Bedeutet das? Nach Besiegen einer Krümel besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dein ein Bienen zu rufen. Ah, guck mal, eine Biene zu rufen. Sagst mal, drei Bienen anschließt. Ach, das kannst du jetzt machen hier mit diesen, dasselbe, was er auch gemacht hat mit den Bienen, glaube ich. Anscheinend, ja. Ach so, warte mal, man kann die Dinger ja noch, Was? Okay. Wo ist Kollege? Ach, der ist schon rausgegangen. Kollege Schierschuh. Ich habe nur noch einen Pfeil, sehe ich gerade. Ich habe gar keinen.
So. Aber das mit dem Teleportieren ist schon ganz praktisch, ne? Ja. Kommst direkt mitten ins Geschehen rein. Die Seelensense, sie kann alles, was eine normale Sense auch kann, nur mit Seelen. Nur schlechter. Nur schlechter, genau. Oh, da müssen wir hin. Boah, was war das denn? Oh, nicht dahin gehen, die explodieren und machen Aua. Oh, da ist noch mehr, die Aua machen. Oh, oh ja, warte, ich hol dich. Ja, danke. Aber hinter dir kommen direkt welche, pass auf. Hier, ne, die Bienen sind ja voll powerful, ey. Das ist aber nicht meine. Also, ich habe noch nicht zugeschlagen, deswegen können das nicht meine sein. Okay. Aber ja, die hauen echt rein. Ich wollte gerade sagen, die haben uns voll noch verteidigt hier. Lass mal einen Bienenstock generieren. Generate nennt man das auch. Gatorade? Gatorade, genau. Komm, schaff es, rolle. Ich mach eine Blitzrolle. Was ja, warte. So. Was? Blitzrolle? Ich mach 143 Schaden, das ist ja richtig geil. Jump. Und gestorben. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich wollte meinem Profi-Status nochmal Nachdruck verleihen. Ah, nein! Ich hab zu greifen. Nicht dahin gehen. Ja. Kann ich dich hier befreien? Nee, ne? Jetzt können wir dahin gehen. Wir haben freundliche Bienen. Die helfen uns. Bist du? Komm mal her. Ja, ich glaube, ich war schon voll, aber danke. Nee, nicht ganz. Jetzt bist du voll. Ah, korrekt. Ich sehe das auch über den, uns, über mir siehst du auch eine Leiste. Ja, genau. Ja. Ich laufe einfach mal mit. Oh nein, das war ein Fehler. Ich bin tot. Arti, heil dich. Ich dachte, ich gehe ganz cool neben ihm her, aber... War wohl nix. Das war genau wie geplant. Ich wollte mich nur noch mal heilen. Also hier, wie in den anderen Leveln auch, gibt es anscheinend keine Gegner, nur das Gold abzuholen, oder? Meinst du das? Ja, genau richtig. Die sind immer gegnerfrei, da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Genau. Ich laufe da immer halt von dem einen Ende zum anderen. Keine Gegner da, easy peasy. Oh, den Apfel, den hole ich mir. Wollte ich mir gerade holen. Nein, siehst du, den hätte ich viel mehr gebraucht als du. Boah, guck mal, ich kann die Wohlplan machen. So schlecht sind wir gar nicht. Ja, du hast wahrscheinlich gerade einen Stärkungstrank oder so genommen. Nein. Der Typ kam von hinten und hat freigeräumt. Nee, ich glaube hier, die Skelette, die kann man schon platt machen. Nee, wir müssen doch woanders hin, nicht dahin gehen. Ja, ich komme ja schon. Das ist wohl das Ende wahrscheinlich. Okay. Den Cream habe ich in der reingezogen. wo ist er hin? Hier in die. Ins Tor. Ach, klar, ja. Wieder in den Raum ohne Gegner gelaufen. Stimmt, da ist er wieder. Hast du meine Blitzrolle gesehen? Meine Blitzrolle? Ja, hier. Die Original-Prinzenrolle? Geil. Blitzrolle, Alter. Okay, es geht zum Ausgang anscheinend. Jawohl. Sieg. Gewonnen. Ja, gut. Ja, sehr geil. Da habe ich euch ja mal wieder gerettet, ey. Habt ihr Glück gehabt, dass ich mitgespielt habe? Das stimmt. Ja, ich wollte schon sagen. 5 Millionen Schaden, ja, okay. Dafür habe ich 48 Gegenstände benutzt. Was sagt ihr jetzt? Das ist ja schon mal ordentlich. Und ich habe wenigsten Schaden erlitten. Ist doch... Das ist auch nicht schlecht. Ist doch eine gute Errungenschaft. Ja, das macht doch, also mir macht das Laune, das Spiel. Gerne wieder. Ja, auf aber jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gerne und danke. Das ist echt cool. Ja. Also wenn... genau. Oh, ich hab Panzerhandschuhe bekommen.
Was hast du? Panzerhandschuhe. Ich habe wieder nur 10 Gold bekommen. Ich gehe hier gerade wieder kaufen. Achso, warte mal. Ich gehe hier kaufen. Oh, ich sehe jetzt aus wie Ninja. Wie Ninja? Ich habe gerade die neue Sense bekommen, aber die Panzerhandschuhe sind viel besserer. Erhalten? Guck mal, ich glaube hier... Ah, der Kollege hat das, glaube ich, geschickt, oder? Korrekt. Ich habe hier was erhalten. Seelenfäustlinge. Das ist ja geil. Ach so, das ist dann auch so eine Seelenwaffe, ne? Ja, merci. Also vielen Dank. Korrekt. Werde ich die direkt mal... ich wollte sowieso gerade ein paar Dinge einsetzen. So, das sind die. Warum hat er denn jetzt die Rüstung wieder gewechselt? Oder war das die starke? Nee, das war die richtige. Ist nur falsch gesehen. Ich dachte, das war diese... Na, egal. Nee, da ist meine aktuelle besser, würde ich sagen. So, und hier kann ich... Ich habe auch nie eine Ahnung, was ich nehmen soll, um ehrlich zu sein. Ach, guck mal hier, das ist ja auch geil. Also fügt dem nächsten Angriff... Ja, ich glaube, das ist die alte... Hä? Ja, ich habe gerade mit mir selber geredet. Achso. Die alte Rüstung ist besser. Okay. Auch wenn sie angeblich schlechter sein soll. Ja, geil. Auf jeden Fall auch nochmal... Warte mal, hier gab es ja auch noch was. Ne? Ach, hier ist nach jeder Runde kannst du hier die 2 Kisten holen, oder wie? Ah, okay. Ja, ich habe jetzt wieder 2 kaufen können. Oder die eine habe ich jetzt. Ja, klar, nach jeder Runde. Ich konnte jetzt schon 3 sogar kaufen, warum auch immer. Ach so. Ja, ich habe halt nicht jede Runde hier geguckt, deswegen. Aber die kannst du jede Runde kannst du hier wiederholen gehen, ja. Und das lohnt sich. Also bis jetzt hat sich das eigentlich fast immer gelohnt. Ja, ne? Boah. Jetzt habe ich hier irgendwelche, Wie geil, meine, Sichel zieht jetzt die Gegner in der Umgebung zur Sichel hin, also zum Schlag hin. Geil. Das ist natürlich sehr geil, ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon überall das Stärkste eingesetzt. Ja, definitiv. Stärker. Warum kommen keine Bienen bei mir? Die sollten eigentlich auch kommen. Du musst die doch hier erstmal in dieses Artefakt-Ding benutzen und einsetzen, oder? Ich habe das jetzt hier mit 40%iger Wahrscheinlichkeit, macht meine Sense auch beim Schlagen Bienen. Ach so, ah, okay. Ich glaube, der benutzt das als Artefakt. Ja, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass er das so benutzt. Deswegen dachte ich, du musst das auch so machen. Aber gut. So, diese Pfeile wollte ich mal hier testen. Wow, was ist das denn für ein Pfeil? Lässt er euch verschwinden, oder was? Oh, geil. Was ist das denn? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und dann habe ich noch diese Pfeile. Das sind so Feuerpfeile. Oh, nicht schlecht. Und guck mal hier, dann brennen die direkt. Ja. Aber ich glaube, die sind gar nicht so stark hier. Wo kann man denn die Artefakte kaufen? Das war hier hinten bei diesen Dingens gar nicht. Oder hatte der Artefakte? Ich weiß es gerade nicht. Kann sein, dass er auch Artefakte hat. Ja doch, der hat auch Artefakte. Gibt es aber auch Verzauberungen dafür, okay. Ach so, ja genau. Er hat auch einen Artefakt für die Bienen, genau. Okay, und gibt es aber auch als Verzauberung. Das waren jetzt meine, Der kriegt immer so einen ganz kleinen minimalen Strich mehr, wenn ich den heile. Du wirst voll geheilt und der kriegt so einen minimalen, ja, tatsächlich so einen minimalen Strich mehr. Da explodiert einfach alles. Er hat auch verschiedenes, Equip anscheinend. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil er macht immer was anderes. Kann man das während des Levels auch wechseln? Nee, ne? Ja, wahrscheinlich ist ja doch klar. Ach ja, eigentlich schon. Ja, klar. Ich habe gedacht, du musst das dann hier kaufen, so. Aber du meinst hier nur hier dabei, meinst du, ne? Ja. Ja. Aber hier die ganze schwächeren Sachen, die werde ich jetzt alle mal verticken. Ich hoffe, sobald das... Achso, wir haben ein bisschen Gold. Ich guck mal, was der Gold-Joe da unten hat. Wo war der nochmal? Ich habe auch 152. Er hat eine super... Eine Geheimnisrüstung. Oha. Kreaturen attackieren dich vermehrt. Okay. Das will man doch haben.
Nee, das war hier Dingens. Wo war nochmal der. Die sind aber immer zu teuer. Ich krieg immer Sachen, die sind zu teuer. Es ist wieder 170 kostet das und ich habe 160 gerade. Okay. Warum sehe ich dich denn nicht hier in meinem Bild, dass ich sehe, wo du bist? Oder bist du hier bei mir in der Nähe? Ich war gerade im Gold. Ach, du warst da unten, dann sehe ich dich nicht. Naja, alles klar, da gehe ich jetzt auch nochmal hin. War leider alles zu teuer. Diese knauserige. Oh ne, die kann ich mir gerade holen sogar. Und ich glaube, die ist sogar besser als meine aktuelle Rüstung. Ja, definitiv besser. 272. Ah, ne, ist nicht wirklich besser. Und dann noch so teuer? Ne, alles klar. Aber die hat eine höhere, höheres Level. Nahkampfschaden. Wir spielen Pfeile fangen. Hier, wir haben doch drei Schweine. Sollen wir das Schweinchen in der Mitte machen? Füllen sich die Pfeile wieder auf oder hat er einfach unendlich? Also bei mir füllen die sich nicht auf. Der hat anscheinend einfach. Und du bist freundlich, schön am Mitballern. Jetzt ist sie wieder aufgefüllt. Ja, hier, ich kann. Guck mal, du kannst doch die Dingens auswählen. Ich kann jetzt die vier, die sieben Feuerpfeile wählen. Das lädt sich wieder auf. Aber ansonsten. Doch auch die normalen Pfeile hier in diesem Lager füllen sich die wieder auf. Die füllen sich wieder auf. Bis wohin geht denn das? 26. Also bis 0 und dann wieder auf 26. Ach so, ja, alles klar. Und ich verballer meine, ich habe doch über 40. Weil da lädt sich nichts mehr auf. Ja, aber es ist auf jeden Fall cool, das Spiel. Ja, macht gut Laune. Ja. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Ja. Ja, wenn ihr wollt, also ich denke die Tage, ich bin jetzt noch nicht sicher, wann ich wieder streame genau, dann können wir auf jeden Fall nochmal spielen. Okay. Aber ich kann ja ganz unverschämt ja mal sagen, du kannst, wie heißt das, ein Abo ja da lassen. Dann siehst du jedes Mal, wenn ich streame, dann weißt du, wann ich... Ein Follower, genau. Beste Art, um zu sehen, wann wir wieder streamen, ja. Ganz genau. Ganz unverschämt mal eingebracht. Nee, auf jeden Fall denke ich morgen oder übermorgen. Ich bin mir noch nicht sicher, das kann ich echt noch nicht sagen. Das ist eigentlich im Moment noch eher spontan. Ich bin da noch nicht übermorgen nach. Übermorgen wird schwierig, glaube ich, nach würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bitte? Übermorgen wird schwierig, würde ich jetzt einfach mal. Ach so, da ist ja der 19., ne? Da wollte ich den ganzen Tag pennen, da war ja was. Ja, also wie immer. Genau. Genau. Da war ja was, das habe ich mir im Terminkalender vermerkt. Ja. Nee, das passt ja. Schon. 19., da bin ich auf jeden Fall da. Was? Das finde ich jetzt aber frech, dass du mir das jetzt auf... Nein, das muss natürlich nicht... Was? Oh. Du wurdest schon von ihm gefollowt. Ja, warte mal, ich habe doch die... Okay, da muss ich direkt sagen, vielen, vielen lieben Dank für den Follow. Das tut mir natürlich leid, aber ich habe doch extra die Einstellung dafür, dass ich einen Alert kriege. Dafür gibt es aber auch von mir einen... Sehr nettes Dankeschön, nur weil du es vergessen hast. Da ist er doch, mein Voll. Seht ihr das dann auch? Das müsstet ihr doch auch sehen. Vielen Dank, was? Sneaky Dago ist das. Testen wir die. Perfekt, ja, die alle. Geht's doch. Genau, also wie gesagt, sorry, dass ich das nicht mitbekommen habe, Raven, mit dem Followen, aber der Alert scheint eingerichtet zu sein. Also nochmal, Sneaky Dago, danke für dein Follow. Das ist auch sehr cool und Gruß auch an dich. Aber ich hoffe, du der Nächste, oder ihr habt auch jetzt auch Lust an Russian Fishing, weil das ist kommt genau nämlich das jetzt... Wie das hier. Ist praktisch dasselbe Spiel. Ja, ist auch eine Angel. Ohne mich. Ja, wie gesagt, ja, danke. Das kommt jetzt als Nächstes, weil ich die... Ja... Ja, warum kommt es als Nächstes? Ich weiß es gar nicht. Das hatte ich halt so da reingeschrieben. Wir wollten das hier eine Runde spielen und dann wollte ich nämlich noch mit einem anderen Kumpel dieses Russian Fishing spielen. Genau, ich bleibe dennoch mal. Vielen Dank, sehr gut. Auch wenn jetzt Russian Fishing kommt. Aber es, kommt... Auf jeden Fall sehr viel Spaß mit Russian Fishing. Doch, das ist eigentlich... richtig Trash. Ich kann dich gleich vom Gegenteil überzeugen. Ich bin schon voll der Profi in Russian Fishing. Also, und wenn ich Profi sage, du hast ja jetzt gesehen, was ich meine mit Profi, wenn ich hier... Also, Profirollen waren schon sehr gut, ja? Ja. Die Profirollen in den Tod. Das war gewollt.
Ach so, ich muss angeben. Ja, genau, ich muss doch Entertainment liefern. Das so. Tod ist also für dich Entertainment, sehr interessant. So ist das tatsächlich. Nein, nein. Ach ja. Ja, also ich würde tatsächlich das Spiel jetzt gleich mal hier beenden und dann Russian Fishing spielen. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem dabei oder beim nächsten Mal, wenn es wieder Minecraft Dungeon heißt. Was? Ich bin auch Profi. Ja, wer ist kein Profi? Und wieder raus, deinstallieren. Was? Genau, das kann man am besten. Rein und raus, deinstallieren, zack. Das ist am einfachsten. So, ja gut. Der Raven dreht sich im Kreisel. Wie kannst du dich denn im Kreisel... Achso, ja, ihr habt ja den Pad, ne? Guck mal hier, wenn ich mich im Kreisel drehen will, wie elegant das bei mir aussieht. Wenn du schießt und dann drehst. Schieß mal und dreh dich dann. Ja, ich kann ja nicht schießen. Ich kann nur schießen, wenn ich auf den Gegner... Ohne Scheiß, hol dir ein Pad und dann... Ich hab ja ein Pad, ich hab den nur nicht angeschlossen, weil ich echt nicht gedacht habe, dass das so einen Unterschied macht, beziehungsweise, dass ich das so fast gar nicht... Drückst du Shift und... warte mal. Jackpot, guck mal, so geht das. Ja, merci. Ja, vielen Dank für den super Tipp. Das ist ja jetzt am Ende sehr gut, dass ich das jetzt weiß. Das wurde ja bestimmt irgendwann im Laufe des Spiels auch gesagt. Nur lass es wieder überlesen, wie immer. Ja, ist ja gut. Ich auf jeden Fall ist das trotzdem ein cooles... Das ist meistens richtig, ja. Ja, das... stimmt wahrscheinlich, ne? Ja, komm, das mache ich später. Muss es jetzt nicht sein. Ja, cool. Ich spiele auch auf Maus und Tastatur. Ja, cool. Siehst du, dann ist das auf jeden Fall besser. Wow, wer geht denn da so ab? Na, warte, das kann ich auch. Guck mal, ich kann voll mithalten. So, gut. So, ich kann mich trotzdem pirouettenmäßig drehen. Nein. Und ah, warten. Ja. So, was ist jetzt los? Warten, nochmal hier hinkommen. Achso, da gab's was. Ich darf nicht weggehen oder sowas. Oder was gibt's hier? Oh. Da will ich direkt ein Danke zurückschicken. Wie mache ich das denn? Das gab's auch hier drin, ne? Sehr da. Viele Danke. Zack. Ja, sehr geil. Achso, da gibt's auch einen Shortcut für, ne? Genau. Ja, mega cool. Ja, nee, auf jeden Fall freut mich. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. War ja direkt cool, dass wir da zusammen spielen konnten. Falls ihr euch wundert, ich gebe hier im Hintergrund schon das neue Spiel ein. Das könnte auch jetzt gleich direkt wechseln. Ich muss aber leider zugeben, wie gesagt, ich bin auch neu. Ich habe noch nicht diesen Switch, diesen Wechsel da drauf. Ich muss mal gucken, was jetzt gleich bei mir kommt, wenn ich das jetzt so übernehme. Soll ich dann hier schließen oder was? Oder wie sieht es bei dir aus? Bitte? Soll ich dann hier rausgehen oder, ich weiß nicht. Wo rausgehen? Wenn der Host rausgeht, ob dann alle auch rausfliegen oder ihr noch drinnen bleibt. Hier aus dem Spiel. Ich würde auch sagen, probier es aus. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ja, dann danke nochmal fürs Mitspielen, Raven RPG. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau, auf jeden Fall.